Moin zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Bus-Simulator. Letztens sind wir dabei stehen geblieben, dass wir am Ende endlich die 120.000 hatten, beziehungsweise 130.000, konnten uns damit den zweiten Mercedes-Bus holen und zusätzlich noch endlich einen Angestellten, den wir auch gleich zur Strecke von der Route 1 zugewiesen haben. Und ja, ich würde sagen, wir reden nicht lange und fangen sofort an mit der Route fahren. Und ich würde sagen, wir fahren die Route dreimal wieder. Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Danke. Hier. Wo hab ich denn? Na klar. So, weiter geht's. Mal gucken, vielleicht, ich weiß noch nicht, vielleicht treffen wir ja gleich mal unsere Kollegin so gesehen. Weil es ist eine Frau, die wir eingestellt haben, bin ich der Meinung. Und, ja. Jetzt fahren wir zum Grenusplatz. Und holen da die Menschen ab, beziehungsweise bringen die Menschen dorthin. So. Hier. Was? Ach so. Hier. So, alle haben ein Ticket. Das heißt, wir können weiterfahren. So. Ich bin ja mal gespannt, wie für uns die neue Angestellte ja bringt. Und mal gucken. Sie hat ja auch ihr eigenen Bus jetzt so gesehen. Und ja. Mal gucken, wie viel sie uns gleich bringt. Beziehungsweise, ob man irgendwann eh sieht. Oder ob man die wieder dann so gesehen neu zuweisen muss. So, hier sind wir auf jeden Fall schon mal bei der nächsten Haltestelle. So, wieder perfektes Timing. Gut, erstmal aussteigen lassen. Tschüss. Tschüss. Ja, natürlich, ältere Dame. So, ein Dollar kriegt sie wieder, ja, ein Euro. Ein Einzel, ein Standard, ein Ticket bekommen sie. Sie bekommen 17 Euro wieder. Sie hätten sie mal ruhig bitte kleiner haben können. Aber naja, ist halt so. So, Türen zu. So, hier sitzt eine ältere Dame. Sie hat ein Ticket. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte hier. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Gut, die haben alle ein Ticket. So, und weiter geht's. Auf zur Südspeiche. Haben wir eben gerade einen Bus gekauft. Und eine Angestellte dadurch. Dadurch konnte ich eigentlich meine Angestellte auch zuweisen. Aber ich habe mal gucken, vielleicht habe ich Glück, vielleicht sieht man die hier gleich irgendwo. Mit meinem Bus rumfahren. Aber ich weiß es nicht, ob man die überhaupt sieht. So, jetzt sind wir gleich bei der Südspeiche. So, machen wir mal hier auf. Ich brauche eine Fahrkarte. Natürlich bekommst du eine Fahrkarte. Du Student, gut. Du bekommst 1 Euro wieder. Dann machen wir mal zu. Gucken kurz, ob jeder ein Ticket hat. Ach, hier ist die Fahrkarte. Und gut. Hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Nazi. Nee, das möchte ich nicht wissen, wie deine Katze heißt. Also das Bild möchte ich nicht sehen. Ich wollte nur die Fahrkarte sehen. Dankeschön. Fürs Abendessen einzukaufen. Naja,
dann gibt's eben Pizza. Ach, verdammt, ich habe zum ersten Mal geschafft, einen Fahrgast zurückzulassen. Ich habe einen Fahrgast übersehen. Naja, das kann ja passieren. Ach, ich habe es nicht gemerkt. Der war auch nicht irgendwie in der Tür oder so, ne? Oder war es ein Rollstuhl? Oh, ich glaube, es war ein Rollstuhlfahrer. Haben wir hier einen Rollstuhl? Nein, haben wir nicht. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht, so, braucht einer ein Ticket? Nicht schon wieder. Nein, keiner ein Ticket? Na klar, hier, bitte. Von Ihnen habe ich schon gesehen, die Tickets. Von Ihnen bräuchte ich bitte das Ticket noch. Und, habe ich Ihnen schon? Hier, bitte. So, auf geht's zum Forschungszentrum. Oh nein, nein, nein. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Ja, ich kann Sie rauslassen. Wenn Sie irgendwas vergessen haben, dann gehen Sie bitte raus. Auch da muss ich drauf aufpassen, dass irgendein Fahrgast plötzlich sagt, oh nein, ich muss doch noch mal raus. Da muss ich stehen bleiben, muss rauslassen. Krieg ich Bonuspunkt. Hä? Ja, das macht nicht jeder Busfahrer. Nein, tut mir leid. So. So, hier müssen wir anhalten. Wie es aussieht, gibt es hier keinen Fahrgast, der mit möchte. Danke. Möchte irgendeiner raus? Gut, dann fahren wir weiter zur Ostspeiche, wenn keiner einsteigen möchte. Ah, ich glaube, ich weiß, wo mein Fehler war. Mit dem Fahrgast. Bei unten ist doch der Timer, ich war noch im Plusbereich und wenn ich im Plusbereich losfahre, da hat er einen Zeitplan. Ich muss das kurz vor Minus oder dann bei Minus halt losfahren erst. Ja, dann fahre ich ja vor der Abfahrtzeit ja eigentlich auch schon ab, weißt du? Vielleicht ist er einfach du später meine gekommen. Güte. Oh, 11.100, ey, muss ich bezahlen, oh, weil ich mit dem Rad die Bordsteinkante berührt habe. Oh, tut das weh. So, mal gucken. Sache hin. Oh. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ich hab's geschafft. Das war, was ich eigentlich nie gehofft habe. Ich habe eine Haltestelle überhaupt verpasst. Ich bin zu weit gefahren und ich wollte jetzt nicht mal zurückfahren. Beziehungsweise ich habe meinen Motor abgewürgt dabei. Naja, passiert halt mal. Ich hoffe, ich kriege trotzdem noch ein bisschen vernünftig Geld. So, dann steigen Sie mal bitte alle ein. Sie haben nichts gesehen. Eine Fahrkarte. Natürlich können Sie eine Fahrkarte haben. Sie möchten ein Tagesticket haben, ein Standard. Ein Ticket können Sie haben. Sie bekommen von mir 3,80 Euro wieder und haben Sie einen schönen Fahrt. Nein, das ist kein Bus zum Schlafen. Augen, Blick da, hier bitte. So. Dankeschön. Bitte denken Sie an die anderen Fahrgäste. Danke. Musik bitte leiser machen. So, und schon sind wir gleich schon wieder beim Media Center. Einmal raus aus dem Ort, einmal rein in den Ort. Ja, ich habe das Licht doch an. Nächster Halt, Media Center
Aha, das kommt also auch vor. Das Auto sich in meiner Bucht halten, da muss ich hupen, damit sie wegfahren. Nehme ich einen Autostand, nehme ich gerade meine Haltebucht. Hier. So, Müll, irgendwo Müll, 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 Müll. Kein Müll zu sehen. Also können wir hier Feierabend machen für heute. Oh, neuer Bus. Aber obwohl ich die Bushaltestelle verpasst habe und einen Fahrgast vergessen habe, angeblich, habe ich 22.000 gemacht. Ist eine ordentliche Summe. Und mein Angestellter hat nochmal 10.000 gemacht. Also haben wir 31.000 gemacht gerade. Das ist schön. Ich belege, ob ich sie... Warte mal. Die ziehen wir mal kurz weg da. Die ziehen wir mal hier hin. So, würde ich sagen, dann fahren wir nochmal kurz die Route 1. Ja, und wieder bei Nacht. So, einmal einsteigen bitte. Oh, da möchte einer mit dem Rollstuhl rein, das heißt, ich muss ihn nochmal absenken kurz. So, und weiter geht's. So, mal gucken. Fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Hoffentlich kommt bald meine Halte. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Oh, das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich meinen Badeanzug passe. Tschüss, hier, schönen Tag bitte. Noch. Hier. Wo hab ich denn... hier. Bitte. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Mit einer Minute Verspätung, aber es geht weiter. Jetzt haben wir noch 45 Sekunden bis zum Nordspeicher, aber es wird mir packen eigentlich. Ja, mal schauen. Hier ist für die Baustelle natürlich wieder umfahren. Einmal Blinker setzen. Pünktlich. Sie brauchen ein Ticket. Standard.
Sie bekommen von mir kein Geld wieder. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Na klar. Na klar. Hast du denn jetzt ein Ticket, mein Freund? So, und weiter geht's. So, einmal weiter geht's, einmal weiter geht's. Es geht weiter zur nächsten Station, zur Südspeicher. Nächster Halt, Südspeicher. Und da sind wir schon. Absolut glücklich. Danke sehr. Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, na, wenn ihr keiner aussteigen bzw. einsteigen möchte, dann habt ihr alle Pech gehabt. Endstation, bitte alle aussteigen. So, weiter geht's. Nächster Halt, Stockerplatz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich bedanke mich sehr bei dieser Fahrt und ja, machen Sie den Abflug. Tschüss, 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 ciao, ciao. Ja, ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss, tschüss, ja, ja. Ich kenne euch alle nicht. Mach's gut. Und Fahrt beenden. Oh, 5-Sterne-Wertung haben wir gekriegt. Perfekt. So, und wieder haben wir 25.000 gemacht. Das ist doch schön. So. So, jetzt haben wir nochmal eine Route 4 geplant. Und ich würde sagen, die testen wir jetzt mal. Okay. Hier gibt es wieder eine Baustelle, wie es aussieht. Aber... soll uns erstmal nicht interessieren. Könnt ihr eine Fahrkarte haben? Natürlich können Sie eine Fahrkarte haben. Student, Sie kriegen eine, Sie kriegen von mir einen ganzen Euro wieder. Was möchten Sie denn haben? Einzel, Standard, Standard, Einzel. Sie kriegen von mir 87 wieder. So, haben denn auch alle ihren Ticket? Sie haben ein Ticket. So, Sie haben eins, Sie haben eins. Das gefällt mir doch. Ich würde sagen. Dann fahren wir mal los zum Stockerplatz. Nächster Halt, Stockerplatz. Ja, mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Also,
Auf jeden Fall, wir haben rechts schöne Garagen und einen großen Parkplatz und... Oh, hier ist eine Bodenschwelle. Müssen wir abbremsen? Ja, Pikachu hat das perfekt gelöst. Perfekt. Jetzt gibt es hier eine schöne Kurve. Und ja, gleich sind wir beim Stockerplatz. Müsste hier auf der rechten Seite sofort kommen. Und hier ist er schon. Sehr pünktlich, danke. Hier ist die Fahrkarte. Na klar, hier. Bitte. Oh nein, ich hab sie vergessen. Aha, ältere Dame. Das möchte ich nicht nochmal erleben hier, dass Sie schwarz fahren. Sie haben es doch gar nicht nötig. Das hat jetzt Ihre ganze Rente gekostet. Das einmal schwarz fahren ist teurer als Ihre Rente. Nee, 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 nee. So, einmal rechts abbiegen. Ein Fahrgast hört ziemlich laut Musik. Danke. Finde ich sehr nett. Oh, okay, wir brauchen eine Rampe. Eine Fahrkarte bitte. Ich bräuchte mal die Rampe bitte. So, Sie brauchen ein Einzelticket, Standard, eine Fahrkarte. Sie bekommen von mir 2,80 Lieder. Hier, bitte. Oh nein. Oh. Ich hab sie verloren. Klar. Das ist Diskriminierung, finde ich jetzt. Ja. Sie haben es doch nicht nötig. Sie sitzen im Rollstuhl und dann müssen Sie noch schwarz fahren. Ah, Leute, 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 was denn mit den Leuten heute los? Heute die Rentnerin, die schwarz fährt. Der im Rollstuhl fährt schwarz. Was ist mit der Menschheit falsch hier leider? Ah. Dabei haben die das Geld doch nötig. Über diese Dinger soll man langsam fahren. Nee, ich habe gehört, man soll über Boden spielen, soll man schnell fahren. Und ich wurde... Ich wurde, glaube ich, geblitzt. Wobei, ich habe hier noch nie einen Blitzer gesehen. Auf jeden Fall kam gerade ein rotes Licht. Oder es hat getäuscht. Na, egal. So, einmal hier anhalten. Natürlich. Meine Fahrkarte? Klar. Sie haben meine Fahrkarte? Nein. Aha, da ist ja schon der dritte, der schwarz fährt hier in dieser Runde. Haben wir heute hier Schwarzfahrertag? So, jetzt fahren wir zur letzten Station und dann sind wir schon fertig. So, auf geht's zur letzten Haltestelle. Er will links abbiegen, das könnte dauern, oder? Oh, er fährt schnell, das ist perfekt. So, jetzt müssen wir hier mal links rechts abbiegen. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge vom Winter der Leidenschaft etwas daneben. So, und schon sind wir bei der Endstation. Einmal bitte aussteigen, alle. Das wäre sehr nett.
Bis dann. Jemand hat den Müll hinterlassen. Aha. Guck dich das einer an. Ja, ich würde sagen, Fahrt beenden. Und ich würde sagen, damit wird es auch für heute erstmal gewesen sein. Haben wir 20.000 gemacht wieder. Ist schön. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, beziehungsweise ihr das nächste Video dann anguckt. Und lasst gerne ein Abo da, gerne kommentiert gerne die Videos und ein Like da am besten da lassen. Und ja, wir würden uns sehr freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.